Hallo und herzlich willkommen zurück im Nerdzeitalter. Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, ich bewege mich hier jetzt weiter. Okay. Okay, mir geht's gut. Mir geht's gut. Da. Schnell meine Bandage nehmen. Okay. Alles einpacken. Alles mitnehmen, was die hier so hatten. Sie brauchen es ja nicht mehr. So, Frachtbox. Und das hier oben noch. Okay. Auch mit. So, jetzt gucken wir mal, ob hier hinten... Ja, wusste ich doch, dass hier noch was drauf ist. Und hier hinten ist auch noch was drauf. Entschuldigung. Geh direkt mal nachladen. Da scheint da einfach so eine Spinne hinter mir. Das Spiel ist halt auch nicht so... ist auch nicht so fair. Möchte ich jetzt mal erwähnen. Ah, okay, diese Leuchte ist, ja, okay. Was auch immer da leuchtet. So. Operationstisch, okay. Es ist gut, das gab wieder ein paar Dings. Hier sind ein paar Pflanzen. Das ist eine coole Idee, so Säcke hinzulegen und da dann die Pflanzensetzlinge reinzumachen. So. Wir gehen mal auf Tab und gucken mal, ob wir... Ja, wir kommen noch hier ran. Ja, okay, hier verderben langsam Dinge. Ja, das ist so. Damit müssen wir gerade mal leben. Den Cookie, der bringt... Ja, komm. So, das Wasser kommt hier rein. Dann Frachtbox 1. So... So, das hier haben wir noch nicht. Du kommst bitte hier rein. Du kommst hier hin. Hier haben wir noch neue Dinge. Das hier haben wir auch noch nicht hier. Okay, Metallschrott und mechanische Komponenten. Okay. Noch ein EVA-Booster. Wir könnten ja mal gucken, dass wir diese Teile dann verkaufen. So. Okay, damit haben wir schon mal wieder ein leeres Inventory. Wir haben schon nachgeladen. Hallo, Spinne. Okay. Okay, da hinten zischt auch noch was. Wasser nehmen wir mit. Hier ist noch nicht nachgewachsen, weil hier fehlt das Licht. Alien Dawn, okay. Und hier ist noch ein Alien Container. Ach, Kofferbarren, okay. Ja, sagen wir nicht nein zu. No? Sagen wir nicht nein zu. 8 Schuss haben wir noch. Auf Tasche. Okay, da ist die einfach durch mich durchgelaufen. Ah! Oh. Kam die nächste um die Ecke. Ah. Okay, das ist ein großer, der da drunter ist. Okay, das heißt, dahinter ist nichts mehr. Okay.
Okay. So, es sieht so aus, als ginge es hier hinten weiter. Hallo? So, lass dich doch mal treffen hier, bitte. Gut, hier geht's nicht weiter. Dann gucken wir mal. Waren wir hier schon? Ja, hier waren wir schon. Hier ist leer. Ah ja, okay, das ist der Weg nach draußen wieder. Okay. Nachladen. Okay, hier sind Türen offen. Das missfällt mir ein bisschen. Okay. Hier geht's dann anscheinend auch weiter. Okay, da könnten wir ja mal hier reingucken. Und ich muss ans große Schiff noch so einen WLAN-Receiver ranbauen, habe ich das Gefühl. Oh, schön. Aluminiumerz, okay. Nee, das ist keine. Wir gehen hier hin. Schwupp, wir müssen wieder leer machen. Halt, weißt du was? Da gehen wir doch hier hin. So. So. Dann gehen wir wieder hier hin. So. Dann Kühlschrank. Ja, da werden Dinge kaputt gehen. Ich weiß. Halt. Ja, den hier bitte. Das Detox-Kit. Okay. Du kommst hier rein. So. Die Laserzellen. Du kommst hier hin und hier hin. Beziehungsweise warte mal. Das können wir eigentlich hier in den Kühlschrank packen. So. Okay, heißer Kaffee. Okay. Dann gehen wir jetzt hier durch. Ah, okay. Decontamination in process, okay. Ah, okay. Hier knackt es irgendwie auf dem Boden. Und ich glaube, das ist hier der Raum, in dem wir gerade drin waren. Ja, ich glaube schon. So. Die Labortische. Was? Wartet. Oh, wir haben einen Cyrex gefunden. Okay. Hier, das ist nicht erlaubt. Da sind aber Sachen dahinter. Ja, da sind Sachen dahinter. Cryopod Control. Okay. Haben wir hier Sauerstofftankerweiterung. Auch nicht schlecht. Nehmen wir auch gerne. So, bevor wir da den Schalter machen.
Ja, hier kommen wir überall nicht durch. Okay, dann lesen wir jetzt die Konsole. Command. Download Logs. Okay. Back. Read Logs. Während das Eindämmungssystem einwandfrei funktioniert, habe ich immer noch Sorge, dass das angesteckte Personal rauskommen könnte. Ich habe versucht, Ihnen zu versichern, dass die für mich arbeiten, ja, dass denen nichts passiert, aber sie glauben mir nicht. Wie schaffe ich es, dass sie mir glauben? Heute kam es zu einem Zwischenfall. Eine Energiespitze hat dazu gesorgt, dass die Einnehmungsfelder ausgefallen sind. Dr. Weston war dort und konnte die Situation mit Fähigkeit und professionellem Handeln Handeln, ja, wieder beruhigen. Wir haben Power-Upgrades installiert, um weitere Ausfälle zu vermeiden. Jeder ist on edge. Also, sie sind alle sehr nervös. Vielleicht, weil sie alle zu viel Kaffee hatten oder vielleicht auch nicht genügend. Ich habe zwei Interne losgeschickt, um die lokale Cyrex Drone Base zu untersuchen. Es gibt keine Veränderung in der Drohnenaktivität. Ich wundere mich immer noch, warum die Cyrex die Kolonie auf diesem Planeten verlassen haben. Vielleicht mögen sie es einfach nicht kalt. Weston ist krank geworden. Es scheint, als wäre es eine einfache Erkältung. Er wurde in sein Quartier geschickt, um sicher zu gehen. Wir studieren die Cryopods und die Alien-Kreaturen, die darin sind. Sie scheinen die faszinierende Eigenschaft zu haben, diese unglaubliche Kälte auszuhalten. Sie könnten sogar das harsche Vakuum des Raumes selbst aushalten. Wir haben Dr. Weston angewiesen, zurück auf das Kolonieschiff zu gehen, da wir selbst keine medizinische Ausrüstung hier haben, um seine Erkrankung ausreichend zu behandeln. Ein Kampf ist ausgebrochen in der Messe. Irgendetwas ist unsere letzten Space Pommes oder so. Ich hab keine Zeit für sowas. Der Security Chief soll seinen Job machen. Die Alien Cryopods, die wir gefunden haben, genau, die wir vergraben gefunden haben, faszinieren mich. Wir haben kleine Stromschwankungen in den Pods selbst entdeckt. Komischerweise passieren diese Ausfälle in allen fünf Pods gleichzeitig. Ich habe dem Expeditionschef vorgeschlagen, dass wir eins der Kreaturen obduzieren. Er hat zugestimmt. Aber ich soll zuerst eine Risikoanalyse machen. Irgendwas für das Sicherheitsprotokoll.
Wir haben uns vorbereitet, einen der Pots zu öffnen und den Alien, der darin war, vorsichtig herauszuholen. Mit dem Security Chief Newern. Als Security Chef Newern einfach hereingeplatzt ist und alles aufgehalten hat. Kurzsichtige Männer ohne Visionen. Als ich verlangte zu erfahren, warum er das unterbrochen hat, war alles, was er sagte, ist, dass es eine Notfallsituation gibt und keine weiteren wissenschaftlichen Arbeiten durchgeführt werden dürfen. Ungeachtet der Unterbrechung gestern habe ich angeordnet, die wissenschaftlichen Arbeiten fortzusetzen. Wir haben viel zu viel erreicht, um jetzt aufzuhören. Die Arbeit, die wir hier leisten, könnte die Menschheit retten. Denk nur an das Potenzial. Denk an die lebensrettenden Gentherapien, die wir entwickeln könnten. Sie haben erzählt, dass wir den Kontakt zum Kolonieschiff verloren haben. Aber ich verstehe nicht, wie das mit meiner Arbeit zu tun haben soll. Dies wird mein letzter Log-Eintrag sein. Die Angst der Menschheit ist heute übergeschwappt. Wir wurden alle in unsere Quartiere geschickt von unserem sogenannten Chef. Sie sind alle ängstlich. Ängstlich davor, was wir finden könnten. Ängstlich bezüglich dem, was wir finden müssen. Wenn es nach mir ginge, würde ich sie alle in die Kälte rausschmeißen. Kleine Männer gehen, kleine Männer kommen meinem Großen immer wieder in den Weg. Oder stellen sich meiner Größe immer wieder in den Weg. Die Welt wird meinen Namen in Erinnerung behalten. Dr. Chen. Hier endet das Log. Okay. Gut, runtergeladen haben wir sie auch. Okay, Cryopod Controls. Ah, okay. Da läuft einer rum. Immer schnell nachladen, bevor der nächste rauskommt. Hallöchen. Hier schnell nachladen. Okay. Den Cryopod hat's nicht geöffnet, okay. Hier growlt was ganz furchtbar. Uiuiuiui. Au. Okay. Looten. Ja, das wäre natürlich ganz nice gewesen für die, wenn die eins davon aufgeweckt hätten. So. Hier ist noch einer. So. Kann mal jemand den Alarm abstellen? So. Okay, hier sind Dinge. Okay, wir gehen zuerst hier lang.
Okay. Okay, hör doch mal auf hier. Sei doch mal nicht so. Okay. Sie haben zu tief gegraben. So. Okay, nochmal nachladen. Da sind auch nochmal Dinge. Okay. Du bringst komische Dinge mit. Okay. You cannot destroy the core of story missions Poi. Okay. Gut, das scheint hier halt. Da scheint der Kern dahinter zu sein. Okay, Derelict Station, da müssen wir jetzt wohl hin. Okay. So, dann gehen wir gleich hier lang. Da kommen wir lang. Wir gucken mal ganz kurz auf die Karte. Habe ich jetzt hier irgendwo eine Derelict Station irgendwie? Da ist eine Drohne, die jetzt wahrscheinlich gerade auf mein Schiff schießt. Das missfällt mir. Hier muss ich lang. So, jetzt bin ich hier wieder draußen. Okay, Gott sei Dank haben wir... Gott sei Dank haben wir eine Dings an. Ein Schild an. Okay, wo ist die Drohne? Ich sehe sie nicht. Okay. Komm schon. So. So. P und Geschütztürme bitte ein. So. Okay, das sollte das Problem erledigt haben. Wir gucken mal kurz hier rein. Dem Schild geht's gut. Ja, okay. Judy, dann müssen wir mal hier. So, wir gehen hier auf diesen Kühlschrank. Okay, dann machen wir... okay, Pelikan. Das ist der Ausgangskühlschrank, das ist der Eingangskühlschrank. So. Okay. Das hier auch rein. Dann gehen wir hier auf das Damage Start. Okay. Kühlschrank, so. Das hier rein. Dann auf den Player wieder. Ach, den Alien Dawn hätten wir da auch noch reinpacken können. Okay. Dann das Zeug hier rein. Das rein. Das. Das kommt wieder in den anderen. Oh mein Gott, okay. So, und dann können diese Teile hier auch rein. Dann gehen wir hier direkt mal auf den Constructor Input. Da haben wir bereits veredeltes Pentaxid. Das machen wir dann gleich mal da rein. So. Noch Wasser.
Constructor Output. Ja, dann nehmen wir das hier rein, das dahin, hierhin. Okay. Die Brücke muss in den Eingang. Okay. Dann haben wir hier noch den Naniteninjektor. So, das Wasser können wir hier noch reinmachen. So, dann gehen wir jetzt nochmal ganz kurz hier auf den Schwupp und Pentaxid-Tank. Dann kommt das mal kurz hier hin. So. Dann Bins Palette. So. Kommst du hier hin? Jetzt können wir auf den hier gehen. Frachtbox 1. Ah, okay, da haben wir auch noch Dinge drin. Ja. Das können wir tatsächlich direkt so lassen. Output. Wir nehmen mal die Hälfte von hier, packen die hier rein. Ja. Container, Erze und Holz. Das müssen wir, glaube ich, hier noch in den... Halt, das ist doch falsch. Da, Graphit. Das kommt hier noch mit rein. So. Dann gehen wir hier auf die Frachtbox 1. Okay, und damit ist hier tatsächlich echt schon eine ganze Menge voll. Input. Halt, das ist falsch. Das ist auch veredelt, das bleibt hier. So. Du kommst noch hier rein. Und du kommst auf den Output. So, hatte ich hier nicht einen Munitions... Ja, hatte ich hier. Dann gehen wir hier mal schnell auf Le Player. Okay. Pelican Eingang. Genau. Dann hier ist nur die Munition drin. Player. Frachtbox. Das veredelte Pentaxid setzen wir auch gleich um. Das muss hier beim Player wieder rein. Ach, wisst ihr was? Machen wir das doch hier rein. So. Okay. Gucken wir mal hier. So. Leichter Schutzanzug. Ja, und jetzt fängt es hier schon an, eng zu werden. Den EVA Booster packen wir hier mal raus. So, also. Das sind alles leichte Schutzanzüge. Ich habe gerade einen epischen mittleren, also diesen hier. Ja. Ja, den haben wir gerade. So, Mobilitätsbooster, Raketenrucksack. Dann kommst du auch hier hin. Dann den EVA Booster. Mehrfachbooster, Isolationsbooster. So. Strahlenschutz. Sauerstofftankerweiterung. EVA-Booster kommt runter. Die Sauerstofferweiterung kommt hier auch runter. Hier auch hin. Hier haben wir noch einen Mehrfachbooster. Raketenrucksackbooster kommt raus. Und der kommt hier hin. Isolationsbooster, Mehrfachbooster. Okay. Gut, dann haben wir das soweit durch. Dann können wir das eigentlich hier mal in die Verkaufsbox packen, wenn wir einen Händler finden,
So, gucken wir mal. Haben wir hier eine Verkaufsbox? Kühlschrank 3. Beistelltisch. Was können wir in den Beistelltisch packen, Leute? So. Gehen wir hier nochmal auf den Ammo-Container, machen das hier rein. Die Bohrerladung kommt auch hier rein. Ja. So, und dann wollen wir doch mal ganz kurz sehen. So, wir gehen auf der Seite wieder auf Player. Und hier auf die Pelican. So. Und jetzt probiere ich das mal aus, Leute. Oh, okay. Den darf ich hier nicht stellen. Warum darf ich den hier nicht stellen? Dazu nicht möglich. Schild muss deaktiviert sein. Okay. F. E. Schild. Schild, 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 Schild. Okay. Ah. Okay. So. Okay. Yo, Mann. Okay. Dann nochmal ganz kurz hier und... Mist, die Leuchte da ist sehr doof. Na gut. Okay. Unser erstes Besatzungsmitglied, Leute. Yeah, Mann. Okay. Und jetzt müssen wir... Station Logs V und Derelict Station. Okay. Das gucken wir uns beim nächsten Mal an. Ich bedanke mich fürs Dabeisein, für Daumen hoch, für Kommentare und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Sven. Ciao, ciao.